Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Aufstiegs-TV. Pauline Ruhus und Sonflux freuen sich heute sehr, zwei ganz wunderbare Gäste begrüßen zu dürfen, Cecilia Cifontes und ihren Ehemann Alexander Leitner. Und wir werden heute eine wunderbare Reise in dem Interview unternehmen von der Basisarbeit, der Lichtarbeit und was heute im Moment auf dem Planeten los ist in Bezug auf den Aufstieg. Und wir freuen uns, dass ihr beide den Weg hergefunden habt. Vielen lieben Dank. Thank you. That's a pleasure to be here. Thank you. Ist natürlich eine Freude, hier zu sein. Dankeschön. Ja, um zu starten, Cecilia, du hast sehr viel studiert, du hast einen ganz bestimmten Weg, du hast also deine Biografie würde ich gerne, dass du ganz kurz dich vorstellst. Und dass du deinen Weg erklärst für unsere Zuschauer, die sich für den Aufstieg interessieren. Wie hast du deinen Aufstieg gestartet? Wer bist du und wie hast du das gestartet? Well, first of all, I had a psychic grandmother. Naja, man kann bei meiner hellsichtigen Großmutter beginnen. And she always encouraged and saw that I was special and very sensitive. Und sie hat mich da immer ermutigt, weil sie gesehen hat, dass ich da sehr sensibel bin und empfindlich. So already when I was a child, I saw angels, I saw light beings, and I was very sensitive. I could pick up on every emotion that was going on in the room and with people. Also schon als ich noch sehr klein war, konnte ich also die Emotionen in Räumen wahrnehmen, auch von Leuten, und war eben damals schon hellsichtig. But I didn't like it at all. Aber das hat mir nicht gefallen. I was very angry with the angels and the light beings. Ich hatte also großen Ärger mit Engeln und Lichtwesen. Because I could feel that they really wanted me to stay on Earth. Aber ich konnte sehr stark spüren, dass sie mich auf der Erde haben wollten. And I didn't like it here at all. Und mir hat sie in keinster Weise gefallen. Ever since I was in the room, I had a feeling, no, it's terrible, it's so eng. You know, narrow, not at all as flowing as the soul planes are. Und schon in der Gebärmutter hatte ich das Gefühl, dass es hier sehr eng ist und überhaupt nicht so fließend, wie man es vielleicht von den Seelenebenen gewöhnt ist. And so therefore I was not listening very much. Also habe ich ihnen nicht zugehört. And I wanted to be a normal child, a normal human being, not different. Und ich wollte auf alle Fälle ein normales Kind sein, ein normaler Mensch und nicht irgendwie anders. And therefore, because I was pushing away all of the potential that was there from start, the great support that I actually had. Und da ich eben von Anfang an diese großartige Unterstützung weggeschoben habe, das ganze Potenzial, das schon da war. Then I went through a lot of trauma and drama and terrible experiences on Earth. Habe ich also auf der Erde sehr viel Drama und auch Trauma erlebt. And I was trying to live like a normal person. Und habe versucht, wie eine normale Person zu leben. I studied on the university, I worked with pharmaceutical research and things like that. Habe also an der Universität studiert, habe mit pharmazeutischer, mit klinischen Untersuchungen gearbeitet. But I was very unhappy. Aber ich war sehr unglücklich. And in the end I had created so much drama that it was really just touch and go, I was on the way out from this planet. Und am Schluss war so viel Drama, dass es also wirklich auf Messerschneide stand, tatsächlich den Planeten wieder zu verlassen. I had cut off life force, so to speak. Also hat mich wirklich auch von der Lebenskraft abgeschnitten. What I wanted most of all in life was to have a child. Und was ich am allermeisten wollte, war ein Kind. But then I had created a situation where I couldn't have it. Aber habe die Situation dann so erschaffen, dass ich keine bekommen konnte. I made through all the examinations and there was no chance. Habe also alle Untersuchungen gemacht und da gab es überhaupt keine Möglichkeit. And then I went to a healer. Dann bin ich zu einer Heilerin gegangen. And next month I was pregnant. Und einen Monat darauf war ich schwanger. And then I felt really that that was a gift from God. Und das hat sich für mich wirklich wie ein Geschenk Gottes angespürt. And a purpose for me to stay here. Auch als ein Zweck für mich da zu bleiben. And so I did. Also habe ich das gemacht. And then when I was pregnant, I had lots of trouble. I had lost all my money. People were trying to kill me, and there were a lot of drama still going on. Und auch während meiner Schwangerschaft gab es immer noch viel Drama.
Ich war völlig ohne Geld, es gab einige Mordversuche auf mich. And so then I went to psychic readers for support. Und dann ging ich eben zu Leuten, die hellsichtig Lesungen machen. But then I thought, that's stupid, I could do that myself. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich blöd, das kann ich ja selber auch. And so I did, and so I started to change my life, and I started to listen to my angels. Und dann habe ich das eben geändert, habe mein Leben geändert, angefangen auf meine Engel zu hören tatsächlich. And as soon as I did, everything started to work and everything started to flow. Und sobald ich das gemacht habe, haben die Dinge begonnen zu funktionieren und wieder zu fließen. And so we had a TV show in Sweden, me and some of my friends. In Schweden hatten wir damals, ich gemeinsam mit einigen Freunden, eine Fernsehshow. And we made live readings and so on. Und haben da zum Beispiel auch Live-Lesungen gemacht. And I had so much client, it was crazy. Und damals hatte ich extrem viele Kunden. And so it was working, it was very successful. Das war sehr erfolgreich. And then all of a sudden, one evening, a guy came into my body. Like that. Und dann eines Abends kam ein geistiger Führer in meinen Körper, einfach so. And told me, Cecilia, I want you to stop what you're doing. Und meinte nur, Cecilia, ich möchte, dass du aufhörst mit dem, was du machst. And I'm like, what? Und ich denke mir, wie bitte? It's perfect. I help people, I do what I'm here to do, everything is successful, why should I stop? Das ist doch perfekt, was ich mache. Ich helfe den Leuten, ich erreiche die Kunden, ich mache genau das, was ich soll, und das ist doch perfekt. And say, yes, but now it's time for the next step. Und dann meinte er nur, naja, aber jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. So stop everything you're doing and prepare yourself for 6 months. Also, hör mal auf, den Augen, was du machst. Und dann bereitest du dich 6 Monate lang vor. But this was a very persuasive guy, Ashtar. Aber dieser geistige Führer namens Ashtar, you could feel his power and intent. Er ist sehr überzeugend, könnte man sagen. Man fühlt wirklich seine Kraft und seine Absicht. And so I trusted that this was right, so I stopped everything I was doing, preparing, and then he told me, go to this place by summer solstice and we will tell you more. Und dann habe ich das so gemacht, wie er vorgeschlagen hat. Pause eingelegt, mich vorbereitet und dann meinte er noch, ja, und nach der Zeit findest du dich bitte zur Sommersonnenwende an diesem und jenem Ort ein. And this was like in the Kattegat Sea somewhere. Und das war eine ganz kleine Insel in Kattegat. A place I never heard of. Von dem ich vorher noch nie gehört hatte. But there was a small island there, and so we went there, me and some friends. Aber eben eine kleine Insel, also sind einige Freunde und ich dort gemeinsam hin. And there I channeled the new light. Und dort habe ich dann den neuen Lichtkörper kanalisiert. Which are techniques to work with your light and energy to get your life to work in the way you want it. Und das sind eben dann Lichttechniken, wo man mit Energien arbeitet, um das eigene Leben zum Funktionieren zu bringen. And one of the experiences I had there was I was taken up to a spaceship. Eine der Erfahrungen, die ich da machte, war, dass ich mitgenommen wurde auf ein Raumschiff. And met with then my main guide, Archie. Und hab dort meinen hauptgeistigen Führer getroffen, Archie. And also with Archie and Mike. Hab auch Erzengel Michael dort getroffen. And they asked me to sign a contract. They say, this is a very powerful technique and we want you to spread it in the world. Und sie haben mir dann meinen Vertrag vorgelegt, weil sie gemeint haben, naja, das sind dann doch schon sehr kraftvolle Techniken und wir möchten, dass die in ganz bestimmter Weise dann auch auf der Erde weitergegeben werden. And if we're going to give it to you in full, you need to sign a contract. Und wenn wir sie dir so übergeben sollen, dann gilt es also, diesen Vertrag zu unterzeichnen. That you're going to work for this. Dass du damit arbeitest. And bring it through in the way it is intended. Und es in der Weise auch vermittelst, wie sie beabsichtigt sind. And so I did. Und das habe ich dann gemacht. And thereafter I have been working with a new light body and with other light techniques. Und seither arbeite ich also mit dem neuen Lichtkörper und anderen Techniken. That's the story in short. Das ist die kurze Variante. Although it was quite long. Ja, vielen Dank. Sehr einleuchtend. Du beschreibst auch immer wieder in Interviews, die du gibst, dass besonders dir einfach auch wichtig ist, Lichtarbeiter und auch Meisterinnen und Meister, die jetzt erwachten und auch erweckt werden,
Magst du vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, was denn da im Moment gerade auf der Erde los ist, dass wirklich auch die Leute als Meisterin und als Meister erwachen? Okay, you translate it, so I'm sure I get all the details. I think I did. Yeah, if you could share some, share your viewpoint about the current situation of the Earth plane, as you speak about awakening light workers, but also masters. And so what is your view on that? Currently there are many, many light beings here on Earth, incarnated in bodies like me, you, and lots of people. Also es gibt im Augenblick sehr viele Lichtwesen, die im Augenblick auf der Erde inkarniert sind. People who have been living on other places, other planets, other galaxies or in our galaxy. Und das sind dann natürlich Leute genauso wie du und ich, die haben vielleicht vorher auch an anderen Orten irgendwo in der Galaxie gelebt. All the time to promote evolution, the evolution of light, the evolution of oneness. Und immer zum gleichen Zweck, eben die Weiterentwicklung des Lichts und des Bewusstseins voranzutreiben. Finding divinity and what's beyond. Göttlichkeit zu finden und auch Dinge, die jenseits dessen leben. Many of the people here have forgotten why they are here. Und viele der Leute, die da sind, haben vergessen, warum sie denn hier sind. That they are actually beings of light. Dass sie tatsächlich Lichtwesen sind. And that they are here with a purpose. Und dass sie hier sind aus einem bestimmten Grund. So part of my work is to remind people of who they are. Teil meiner Arbeit ist eben dann, die Leute daran zu erinnern, warum sie hier sind. To remind them of their inner light, of their divinity. Sich ihres inneren Lichts und ihrer Göttlichkeit zu erinnern. And to find the potential that we all have together to change life on this planet. Und eben auch dieses Potenzial, das wir alle gemeinsam haben, das Leben auf der Erde zu verändern, wieder zu entdecken. And just like we are awakening our own light bodies and our own inner light and outer light. Genauso wie wir unseren individuellen Lichtkörper, unser inneres und äußeres Licht erwecken. We are also here to awaken the light on Earth. Sind wir auch hier, um das Licht auf der Erde zu erwecken. And the collective of humanity. Und den Kollektiv der Menschheit. And there are many, many ways to do that. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu machen. And the evolution that we see right now. Die Entwicklung, die wir gerade sehen, is that all of the light workers will come together and work as one. Dass alle Lichtarbeiter auch zusammenkommen und als eins arbeiten. And that will happen in not 4 or 5 years from now. Und das wird innerhalb der nächsten 4-5 Jahre passieren. Hopefully. Ja, hoffen wir mal. If we all do our job, if we remember who we are. Wenn wir alle unsere Aufgaben erfüllen und uns erinnern, wer wir sind. And at the same time, there is of course a lot of drama coming up in the collective. Natürlich kommt auch im Kollektiv gleichzeitig sehr viel Drama nach oben. Things that we can let go of. Dinge, die wir gehen lassen können. Conflicts, power struggles. Konflikte, Machtkämpfe. Feeling lost, not knowing why we are here, and things like that. Dass wir uns verloren fühlen, eben ohne zu wissen, warum wir hier sind, und Ähnliches. Right now we have a very good period where we can let go of these things collectively. Also im Augenblick befinden wir uns in einer Phase, wo wir auch kollektiv diese Dinge sehr leicht gehen lassen können. From now on until 2020. Von jetzt bis 2020. It's easier than it will be afterwards. Jetzt ist es also leichter, als es dann nachher sein wird. It will be easy then too, but right now we have a really super potential. Also es wird im nachher oder im Anschluss immer noch leicht sein. Im Augenblick ist halt ein sehr großes Potenzial dazu da. The collective decision is made. Die kollektiven Entscheidungen, die getroffen werden. That we are going towards light and oneness. Und die lautet eben, dass wir in der Richtung Licht und Einssein gehen. And I like to make one thing very clear, and that is that the idea is that everyone should awaken and become enlightened. Und eine Sache, die ich da ganz besonders hervorheben möchte, ist eben die Idee, dass alle zu dieser Erleuchtung finden, dass alle erwachen. And those of us who are light workers, we are here to inspire that everywhere. Und wir als Lichtarbeiter sind eben hier, um genau das zu inspirieren. Personally, I don't believe that some people will ascend and some people will be left behind. Persönlich bin ich nicht der Auffassung, dass einige Leute aufsteigen und dann andere
zurückgelassen werden. Because for me that has nothing to do with divinity. Für mich hat das nichts mit Göttlichkeit zu tun. It's about all life together. Sondern handelt von allem Leben gemeinsam. Dankeschön für diesen sehr, sehr klaren Einsichten. Du arbeitest ja auch seit langer Zeit mit vielen Lichtarbeitern, auch mit den Lichtbibliotheken, ganz besonderen Orten auf der Erde, wo vieles von dem Weg, den du gerade beschrieben hast, ja auch drin gespeichert ist und der ja auch freiliegt. Magst du dort vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nicht von den Lichtbibliotheken gehört haben, vielleicht einen Einblick gewähren, wofür denn diese besonderen Orte, an denen du ja nun, glaube ich, seit fast gut 25 Jahren um den Planeten herumreist, auch diese Aktivierungen mit Lichtarbeiterinnen und Lichtarbeitern durchführst? So, to condense it down a little. The question is if you could describe a bit the work with these libraries of light that you've been visiting for this long period of time together with other light workers working on these places that obviously also hold a big part of the information that is needed to do the things that we are currently doing as individuals and collective in this global awakening. Yeah, we have 10 libraries of light on Earth. Also wir haben ja auf der Erde 10 Lichtbibliotheken. And they are all programmed with everything that we need. Und sie alle sind mit den Dingen programmiert, die wir brauchen. They are sending out impulses into the collective energy grids. Sie senden Impulse in die kollektiven Energiegitter. Information all the time trying to get us to move on. Und diese Information ist eben dazu gedacht, uns dazu zu ermuntern, uns weiterzubewegen. So they are holding information you know, that we need for as long as we are here on Earth. But they are also stored with information for the Earth and her purpose after humanity will leave this planet. Und sie beinhalten da zwei große Gruppen von Informationen. Das eine sind die Informationen für uns, die wir brauchen, solange wir als Menschheit noch auf der Erde sind. Und der zweite große Teil ist dann die Informationen für die Erde selbst und ihren Zweck, den sie dann auch haben wird, wenn wir als Menschheit mal nicht mehr auf diesem Planeten sind. And they are access points for higher beings, for angels, for light beings from other places, from the galactic city of light, for instance. Sie sind auch Zugangspunkte für höhere Wesen, für Lichtwesen, für Wesen der galaktischen Lichtstadt zum Beispiel. Places where they can connect and send information to all of us. Like people like you and me, we are picking up what's coming from there. Wie können Sie sich die galaktische Lichtstadt vorstellen, wenn wir das erste Mal davon hören? Mm-hmm. Sie senden ja dann auch durch diese Punkte Informationen an uns, eben zum Beispiel an Lichtarbeiter, die wir dann aufnehmen können und dann in die Tat umsetzen. And the Galactic City of Light is not really a city, it's a huge place of many planets and stars. Also die galaktische Lichtstadt ist nicht wirklich eine Stadt im eigentlichen Sinne, sondern ist ein Ort in der Galaxie, der aus sehr vielen Planeten und Sternen besteht. It came into being when an extragalactic planetary system collided with our galaxy. Dieser Ort entstand, als ein Planetensystem von außerhalb der Galaxie mit unserer Galaxie zusammenstieß. And at that time there was such an energy release. Und zu dieser Zeit wurde eine enorme Menge Energie freigesetzt. So that the energies in this area became very high frequent and life was evolving very, very rapidly. Und auf diese Weise wurde diese Energie, die eben sehr hochfrequent ist, dort freigegeben, was auch die Entwicklung gerade in diesem Gebiet, die Weiterentwicklung des Lebens sehr stark begünstigt. And so the beings who are living there, they are the most highly evolved in our galaxy. Jene Wesen und auch Zivilisationen, die dort leben, sind also auch diejenigen, die innerhalb unserer Galaxie am weitesten fortgeschritten sind. And they are sending light and information and impulses to us through the libraries of light. Und diese wiederum senden über die Lichtbibliotheken an uns Impulse und Informationen. Vielen lieben Dank. Pauline, du hast ja auch noch einiges vorbereitet. Ich mag dann gerne uns natürlich zu der galaktischen Lichtstadt und dem galaktischen Lebensstil nochmal kommen. Ich würde gern zu diesem Buch, wie werde ich ein Engel, weil ich meine, das ist auch mit Lichtkörper für Menschen, die
so irgendwie den Aufstieg oder Erwachen ist es sicher ein guter Einstieg auch. Gern, Cecilia, dass du vielleicht uns die Essenz gibst für die Zuschauer. Was heißt das, ein Engel werden auf Erde? Wie fühlt sich das an? Wie geht man das an? Was heißt das konkret? Well, to live as an angel on earth. Als ein Engel oder eine Engelin auf der Erde zu leben, is the easiest way to live your life. Ist die absolut leichteste Variante, wie du dein Leben auf der Erde führen kannst. And we may not become like the angels that we see in divinity. Wir werden vielleicht nicht so wie die Engel, die wir in der Wirklichkeit wahrnehmen. But it's about directing your life towards divinity. Es geht darum, dein Leben hin zur Göttlichkeit auszurichten. Without all the beliefs of what is right and wrong. Mal ganz abgesehen von all den Glaubenssystemen und Annahmen, was jetzt richtig und was falsch ist. But finding what's right for you. Sondern herauszufinden, was für dich richtig ist. And living your full potential. Und dein volles Potenzial zu leben. When we are not feeling well. Wenn wir uns nicht gut fühlen. That's most often because we are turning away from divinity. Ist es meistens so, weil wir uns von der Göttlichkeit abwenden. We are saying, no, that is difficult. Und sagen, oh, das ist aber wirklich schwer. Oh, I hate me here. Ich hasse es wirklich hier and zu sein. And how can he? Und wie kann sie? I'm going to conspire and do a lot of stupid things. Ich werde jetzt eine Konspiration anfangen oder andere blöde Sachen. When we let go of those collective patterns that we have learned. Wenn wir diese kollektiven Muster gehen lassen, die wir uns angeeignet haben. And see the light within us and the light within others. Das Licht in uns und dann auch das Licht in anderen sehen. Then we are not victims and we want that everyone has a perfect life. Dann sind wir zum einen keine Opfer und wollen natürlich zum anderen auch, dass alle ein perfektes Leben haben. Because then we begin to see how all life is woven together. Weil wir dann auch sehen, dass alles Leben miteinander verwoben ist. There is no difference between you and me. Es gibt da keinen Unterschied zwischen dir und mir. You are just another expression of the same source. Dann bist du einfach eine weitere Ausdrucksform derselben Quelle. And if I try to do something to make your life harder, get back at you for something you've done. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen machen würde, die dir dein Leben schwer machen, einfach um dir eins auszuwischen, then all I'm doing is creating a lot of distorted energy in the web. Ist das Einzige, was ich dadurch erreiche, einen Haufen gestörter Energien im Netz zu erschaffen. And that hurts me as much as you. Und das verletzt dann mich genauso sehr wie dich. And this book is about how we can find other perspectives and how we can live the way we think about life and think about others. Und in diesem Buch geht es eben sehr viel darum, wie man andere Perspektiven finden kann und das Leben für einen selber und für andere leichter macht. And it's a bit about my life because I turned away from the light from beginning. Und es handelt in gewisser auch ein bisschen von meinem Leben, da ich mich ja auch zu Beginn vom Licht abgewandt. And that hurt me very much. Und das hat mich sehr stark verletzt. It is about oneness. Es geht ums Einssein. Danke. Vielleicht machen wir direkt den Sprung. Genau. Wir haben auch jetzt sehr viel von dir erfahren dürfen zum Thema der galaktischen Lichtstadt. Und wenn man natürlich auch deine Bücher, du hast dort unter anderem auch die 5 Schlüssel zur Meisterschaft geschrieben, mit rein finanziellen, also dieses Buch oder auch die vielen Kurse, die man ja auch von zu Hause ganz bequem machen kann, in Form von Hörbüchern, beschreibst du auch immer wieder den galaktischen Lebensstil. Was kann man sich unter dem galaktischen Lebensstil vorstellen? How you can imagine the galactic lifestyle. Yes, exactly. There are clearly many ways to live in our galaxy. Natürlich gibt es in unserer Galaxie eine enorme Menge unterschiedlicher Lebensstile. Not just one. Nicht nur einer. But basically, life everywhere in our galaxy, in our universe, in the multiverse is evolving. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich das Leben überall in der Galaxie weiterentwickelt. And so,
those who have evolved more than we have. Und diejenigen von, da draußen, die sich weiterentwickelt haben als wir, they are now working to inspire us to do the same. Die arbeiten jetzt daran, uns zu inspirieren, eben ihnen das gleich zu tun. And so there are many, many ways to live, but I guess that you are looking at those who are living in divinity, who have mastered light. So. Aber ich nehme jetzt mal an, dass du auch auf jene ansprichst, die eben schon in der Wirklichkeit leben, die Licht gemeistert haben. In der Tat, genau. I don't know if I can answer that, but I would like to bring in one perspective. Ich weiß nicht, ob ich das genau beantworten kann, aber ich möchte eine Perspektive mit reinnehmen. We think that this body is very dense, right? Wir nehmen ja an, dass dieser Körper hier sehr dicht ist. And very defined. This is Cecilia, this is Saint, this is Alex. Und dann ist es sehr klar definiert, wer dann wer ist. So that's how we see life here. Und wir sehen ja das Leben so. But those who are more evolved, they don't see that at all. Aber Wesen, die jetzt weiterentwickelt sind, die sehen das in keiner Weise so. They see all the divine particles that you are made of. Die sehen göttliche Teilchen, aus denen wir bestehen. Moving cluster of light. Ein wundervoll sich bewegender Cluster aus Licht. That's connected to other clusters. Der dann wiederum mit anderen solchen Anhäufungen und Teilchen verbunden ist. And all of humanity is just one beautiful light form. Und die gesamte Menschheit wäre dann ebenfalls eine wunderschöne Lichtform. And in the same way we are connected to life in the galaxy. Und in der gleichen Weise sind wir dann auch hinaus in die Galaxie verbunden. And life everywhere. Und dem Leben überall. So I think when you are very evolved, like the beings in the galactic city of life. Wenn man also sehr weit entwickelt ist, wie zum Beispiel eben diese Wesen aus der galaktischen Lichtstadt. They can clearly sense themselves as some individual. Die können sich schon auch als Individuum wahrnehmen. Certain qualities of light. Mit bestimmten Lichtqualitäten. But they can just as easily feel themselves as the entire multiverse or a planet or. Können sich aber dann genauso leicht als das gesamte Multiversum wahrnehmen oder als ein Planet. So basically, life in the galaxy, I would say, it is like living in the webs. So wie ich es sehe, ist das Leben in der Galaxie gleichzusetzen mit dem Leben in diesen Netzen. Where we can move from one place to another easily, flowingly. Wo man sich dann auch von einem Ort zum anderen ganz leicht und fließend bewegen kann. Connecting to the light and the essence of others and other life forms. Und sich dann mit dem Licht und der Essenz anderer Lebensformen verbinden kann. And that is where we are heading to as a race. Und wir als Rasse bewegen uns ja auch in diese Richtung. And this is why you see in basically every religion that all life is one. It's expressed one way or another. Und das sieht man ja dann auch in allen Religionen als Grundsatz ausgedrückt, dass das Leben eins ist. And so currently humanity, we are a web of light and life, but also of density and places where the energies cannot flow. Also wir sind ja eben im Augenblick als die Menschheit ein Ort, wo es Dichte gibt an manchen Orten, wo die Energien dann eben nicht so gut fließen können. And what the angels do is to see the light that is there. Was dann Engel zum Beispiel machen, ist das Licht darin zu sehen. And to add light where there is none. Und Licht dort hinzubringen, wo keines ist. And that is basically what it is to be a master as well. Und das ist im Grunde genommen auch die Arbeitsbeschreibung eines Meisters oder einer Meisterin. To simply enlighten wherever we can. Einfach alles zu erleuchten, was gerade möglich ist. Vielen lieben Dank. Cecilia, zum Schluss. Was würdest du unseren Zuschauern, die am Erwachen sind, die schon vielleicht auch ja, auf ihrem Weg sind, wir sind alle auf ihrem Weg, am Morgen in der Mitte, aber was würdest du gern sagen wollen? Okay, then I would like to say one thing that helped me a lot. Dann würde ich gerne etwas ausdrücken, was mir persönlich sehr viel geholfen hat. There are no difficult situations. Es gibt keine schwierigen Situationen. The only thing that's difficult are the thoughts and the emotions that you hold about the situation. Das Einzige, was schwierig sich anfühlen kann,
sind die Gedanken und Gefühle, die man bezüglich einer Situation hat. So for instance, you may be in a challenging situation and don't know your way out. Das heißt, du kannst dich ja zum Beispiel in einer sehr schwierigen Situation fühlen, ohne jetzt irgendwie einen Ausweg zu finden. And what we do then most often is we block our mind. Und was wir dann meistens tun, ist, dass wir einfach uns selber blockieren. We say, I'm in this situation because this or that has happened. Und dann drücken wir so aus, ich bin jetzt in dieser Situation aufgrund diesem und jenem. And it's really terrible because this and that. Und es ist wirklich fürchterlich. And when you do that, you block the energies of the whole situation. Und wenn man das so macht, dann blockiert man die Energie in dieser ganzen Situation. And if you let go of that, then instead say, okay, I'd like to see how this situation will evolve now. Und anstattdessen könnte man auch sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach mal weg und schaue mir anstattdessen an, wie möchte sich denn diese Situation weiterentwickeln? How can it evolve in a way that makes my life better? Wie kann sich die entwickeln, sodass mein Leben besser wird? And where I and everyone involved can grow and become more light. Und wo ich und alle Beteiligten sich weiterentwickeln können und mehr Licht entwickeln. Because I think that what people forget very often. Ich glaube, die Leute vergessen das sehr leicht. That everything is energy. Dass alles Energie ist. And if we let the energy flow and let it be open. Wenn man die Energien fließen lässt, sie offen lässt, then our life will reflect that. There will come situations that are open and flowing as well. Dann wird das unser Leben widerspiegeln und dann werden sich Situationen einstellen, die ebenso fließend und offen sind. So let the light in. Also lass das Licht hinein. Ja, vielen Dank, liebe Cecilia. Vielen Dank, Alexander, dass ihr uns heute hier besucht habt und mit diesen wunderbaren Einsichten auch sehr genährt und bereichert habt. Für euch natürlich, die Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr findet natürlich weiterführende Informationen auch in der Beschreibung, auch natürlich den Weg zu den Seiten von Cecilia und auch von Alexander. Und ja, wir bedanken uns ganz aufrichtig für eure Aufmerksamkeit, für euren Mut, auch einen anderen Weg zu gehen, als vielleicht die Menschen um euch herum. Aber wenn ihr genau hinseht, werdet ihr natürlich entdecken, dass da so viel mehr auch mit euch gemeinsam diesen Weg gehen. Und wir hier bei Aufstiegs-TV unterstützen euch natürlich sehr, sehr gerne und dienen euch natürlich sehr, sehr gerne auch, um euch wirklich so außerordentliche Menschen wie Cecilia und auch Alexander vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank.